Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Allegra immer des 19. Alpin DEC zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. Ja, liebe Leute, wir haben es geschafft. Nach gefühlt 2-3 Wochen, was länger, irgendwie sowas, haben wir es tatsächlich wieder geschafft, hier auf so einem wunderschönen Spielstand anzukommen. Und ich sehe gerade, auf jeden Fall, wir sind soweit und häckseln bzw. Häckseln. Häckseln haben wir haben eh nur ein Feld. schwierig. Auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt doch zu zweit. Wir haben dafür CP mit draufgenommen. Der ist da unten. Da unten fährt der Bürger. Weil problematisch. Wir haben natürlich alle Felder per Hand geschwadet. CP-Fahrer, er kennt natürlich die Schwaden nicht. Ja, dann so wie er will. Und ja. Auf jeden Fall macht er jetzt, muss man nochmal alle Felder schwaden lassen. Damit dann der Fahrer so fahren kann, wie er will. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen umgebaut. Wir fahren jetzt mit unseren beiden Steiern. Dafür hat der liebe Händler uns etwas Wunderschönes zur Verfügung gestellt. Und zwar ein Steier 8180 Turbo. 220 PS, bisschen aufgedreht, normalerweise 180. Auf jeden Fall, schönes, schmuckes Teil. Vorne natürlich unser Pöttinger Anbaugebiss, 3-Punkt-Aufnahme. Was wir uns schon gekauft haben, ist natürlich dran. Und ein wunderschönes Schneidwerk von Camper. Ja. Hinten 2,4 Tonnen Gewicht dran. Normalerweise könnte man es vorne hochheben. Ist aber in dem Fall nicht der Fall. Das, ja, was vorne dran ist, ist schwerer als wie das 2,4 Tonnen Gewicht. Ja, kann man sehen, wie man will, ne? Also, ja. Schwierig. Sagen wir so, wie es ist. Schwierig. Ja, ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben alles gesagt und wir würden jetzt mal loslegen zum Häckseln, oder? Ja, würde ich auf. Warte mal ganz kurz noch. Für Gras. Sollen wir da das Standard Camper nehmen? Ich würde sagen, das, was bei ist. Das, was bei ist. Würde ich sagen. Aber kaufen haben wir ausgemacht, gell? Ja. Ja. Soll ich das schon mal kaufen? Nee, oder? Nee, ich glaube, so gleich würde ich noch nicht sagen. So, Teufelchen sind ausgebredet, wunderbar. Dann Dummleuchter an. Dann fahren wir mal los. So. Bisschen schwimmt er, weil es vorne halt einfach nicht in der Luft ist. Und das ist halt nicht so ganz optimal, aber ja, mei. Kann man nichts machen, ne? Kann man nichts machen. Ich fahr da mal zum Feld, gell? Ja, ich komm da. Oh, gerade auch hin. Wenn ich es schaffe. Und Umleuchte ist an, das ist schon mal gut. Dann machen wir natürlich Radio an hier. So. Und wie gesagt, wir werden jetzt die erste Zeit ohne Timelapse einmal ein bisschen häckseln, damit ihr einfach nicht die ganze Zeit nur Timelapse seht. Und dann früher oder später, ich weiß ja nicht, wie lange wir brauchen werden. Aber dann halt den da. Oh Gott. Wie es halt ist. Timelapse oder nicht. Also zu starke Kurve, also man darf nicht zu schnell in die Kurve fahren, weil sonst ist er weg. Gott. Bisschen schwimmt er, ja. Ja, wir sind eh nicht, allzu viel sind wir ja nicht auf Straße. Hoffen wir nur, dass es auf dem Acker gut klappt und auf die Wiesen. Ja, wobei auf die Wiesen wird es wieder einfacher sein, weil da vorne es einmal leichter ist. So, hier müssen wir hin. Ich habe jetzt Allrad mal an, weil, ja. Man weiß ja nie, ne? Ach, habe ich diesen guten alten Feldweg vermisst. Vorne müsste normalerweise unser Mais wunderschön gedeiht. Oh, da ist er auch. Wunderbar. Muss ein bisschen unterschalten. Bist du schon da? Nee. Nee, ich bin gerade noch am Straßenrand. Habe ich gerade noch mal was einstellen müssen. Okay. Also ich bin schon mal an unserem Acker angekommen. Ich bin unterwegs. Oh Gott. Eher. Ja, das Ganze wird dann eh unten sein.
Und dann machen wir schon mal Sperren rein. Ja. Geht so mehr oder weniger. Oh, ausklappen. Ich glaube, oben lasse ich am allerbesten zu. So, dann machen wir an. Hm? Oben lasse ich, glaube ich, am besten zu. Ja, die Dachluke, ja. Geht es? Alter Schwede. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir beim ob wir hier einen CP-Fahrer fahren lassen sollte, keine Ahnung, weil es funktioniert so semi-mäßig gut. Ich glaube, ich würde Helfer lassen. Nochmal runterschalten. Jetzt ist er abgestorben. Oh wow. Es war eine selten dumme Idee, dass wir diesen Armbaugebiss genommen haben. Alter. Alter, ich schalte jetzt ganz runter. Bin im ersten Gang und rolle. ja. Das ist ganz schwierig hier. Aber yo, als ob das so schwer ist. Häng das mal hinten an, vielleicht wird's dann besser. Stimmt, das ist noch eine Möglichkeit. Warte, das ist kein Schuss in dir, nee. Das ist echt du. Weil PS-technisch dürfte es eigentlich locker packen. Also das, daran dürfte es glaube ich nicht scheitern. Muss ich halt ein bisschen rückwärts fahren, aber mei. Ich habe einen guten Überblick hinten. So, und das ist übrigens 8180, also eine Nummer größer als die, was wir jetzt haben. Oh Gott. Nichts runterladen, ja, es sieht. Hätte vielleicht auch vorher mein Gewicht ankuppeln können. Was ist das Gewicht hin? Da drüben. Ich mache noch ein zusätzliches Gewicht. Ja. Ja. So, hängen wir an. Ja, so geht's tatsächlich besser. Besser hinten. Das ist normalerweise auch für einen Heckanbau. Ist nur die Frage. Ich bin in der Zapfwelle. Na gut, ne? Ich hänge in der Zapfwelle, Flo. Oh nein! Kann das sein, dass der einfach zu really? Er ist einfach zu schwach. Der kann's einfach. Ich kann mich nicht bewegen. Der kann's einfach nicht treiben. What? Ich steck fest. Oh. Auf dem Mann. Das ist echt. Kann nicht mehr rausspringen. Jo, als ob. Ja, moin. Dann ein bisschen mit Anlauf. Okay, mit Anlauf geht's. Schnell! Gib Gummi! Aber der sprüht gut. Du musst hochschalten. Ja, ich hab's gewehrt. Ich muss in Schwung bleiben, ansonsten geht da nichts. Okay, wenn er Schwung hat, dann geht's. Alter Schwede. Schnell kann ich fahren, okay, so ist Maximum. Alter. Mit was fahrst du? 10 km/h momentan. Ah doch. Ja, also mehr als wie 10 schaffe ich nicht. Aber ich muss in Schwung bleiben. Mehr als wie 10 schafft es gar nicht. Ja, aber ich muss in Schwung bleiben, ansonsten. Ja. Komme hier nicht, ja. Ja, okay, das wird der CP-Fahrer oder der Helfer auf gar keinen Fall schaffen.
Dann würde ich daheim noch mal ganz kurz den anderen Ladewagen anhängen, weil der größer ist. Ja. Dann müssen wir halt immer, wenn ich Wartezeit habe, eine Karte machen. Naja. Du kannst mit GPS fahren, oder? Ja. Ja, könnte ich. Ja, gut was runter vom Feld, hey. Ja, ja, doppelt gedüngt alles. Wir haben es sogar nochmal gespritzt, hm? Biobauern, ahem. Ich habe jetzt schon 80%. Und das mit einer Bahn. Oder nicht ganz einer Bahn. Ich glaube, ich bin mit der einen Bahn voll. Ja, du, ja, du, wir schaffen das gar nicht mehr. Oder? Doch, 99, 100, nee. Schaffen wir gar nicht, Alter. Kann ich jetzt so wieder losfahren? Nee, okay. Also ich muss really in Schwung bleiben, okay. Ja, der Gang passt. Du könntest den Bührer gleich wieder neu ansetzen, der ist fertig. Ja. Jetzt fahren wir hier nochmal so. Oh, Bürokollege, da ist er. Der hat. Oh. Dann fahren wir die gleich mal zum nächsten Wiese. Das heißt, die große haben wir schon mal, das ist gut. Ah, da muss ich jetzt einen Rundkurs fahren. Weil ansonsten, wenn die Felder bzw. die Wiesen hier nicht angenommen, weil da kann man keine Nummern haben. Auto, tu es nicht. Nein. Oh Gott. Alles gut, bin nur rausgekommen. Ich weiß nicht, kommen wir uns entgegen? Ah ne, glaube nicht. Ich sehe ich da vorne zwar, aber ich glaube, dafür ist der Abstand noch ein bisschen zu weit. Na, wobei. Doch. Fast. Wie langsam du. Da fährt er vorbei. Dass wir mal Gas geben, dass das Auto hinten um uns dreht, aber jeder hupen muss. Boah, der Steier muss ganz schön kämpfen, du. Damit er die vollen 43 km/h fahren kann. Ja. Ist ja auch ein bisschen Gewicht hinten, ne? Ja. So. Ach, das war so schön geschwartet, alles. Oh, naja, gut. Kann man nichts machen, ne? Ja, doch. Anmachen, herunterlassen. Kurz auf seinem Beginn, jo. Und wir müssen jetzt einmal den Rundkurs fahren. Den, wo er dann später nachfahren kann. Wobei, wir müssen hier gar nicht schaden, weil das ist eigentlich schon so und da können wir dann, wenn dann selber fahren. Also ich kann den eigentlich hochmachen und auslassen. Und dann fahren wir einfach so. So. Natürlich auch sauber fahren, dass er alles mitnimmt. So, hier wieder hoch. Und dann haben wir den Rundkurs schon fast geschafft. Hälfte haben wir wahrscheinlich. Aber das würde ja dann auch spaßig werden.
Ja, die letzten paar Meters. Und wir haben's geschafft. Der Rundkurs ist somit vollendet. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt das Ganze nur noch so einen guten Kurs zusammenpacken. Und das noch stumm schalten. So. Dann legen wir mal Kurs an. Questgenerierung. Ja, Vorgewinde rundherum. Machen wir mal 6. Passen Breite, jo. Dann machen wir. Ja. Dann machen wir tatsächlich noch ein paar mehr Vorgewinde. Machen wir 9. Achso. Ich bin noch auf, warte mal. Oh nein, ich hab. Ich hab die Scheiße nicht gespeichert. So, Rundkurs 2 haben wir, auch gespeichert, wunderbar. Dann können wir jetzt wieder Kursgenerierung machen. Ja, das hat eigentlich vorher gut gepasst, dann machen wir nochmal. Bin da. Ja, das dürfte passen. Bevor ich da hier mit 60 runter. Sind zwar unter meinen Augen keine neuen Vorgewände, aber okay. Dann müssen wir nochmal erstmal runterschalten. Und dann stellen wir den Kollegen ein. Ah, da ist er unter. Ja, ist er. Macht das. Wird er es machen? Er wird es machen. Bin da. Macht's. Wunderbar. Gut, der braucht jetzt erstmal noch eine Weile. Bin auch wieder da. Flo. Machen wir den Motor wieder an. So. Ja, mit, wenn ich Schwung hab, geht's. Lenk ganz ein. Ja, ich muss gerade, sag ich mal, nochmal auswählen, dass es hochhebt. Junge. Ich war da frei, ne? Ja, muss nochmal anders dran fahren, da kennst du nicht. Bin ein bisschen zu weit weg. So. Kennt er dich? Ja, jetzt erkennt er's. Runterlassen. Gib Gas. Ja, ist nicht so einfach hier. Wenn er da die ganze Zeit fast abstirbt. Sollen wir mein Leben? Der hat ein paar PS mehr. Nee, die bringen da auch nichts. Die bringen da auch nichts. Ich habe halt kein Spiel, sondern das bringt gerade so auf. Ja gut, ne? Was sind noch Frage bei Supermarkt? What? Man muss sagen, also ich habe einen guten Überblick hier. Also. Das kann man sagen. Du hast was stehen lassen. Ja, ich hab's gesehen. Du musst noch eine Reihe rüberkommen, da kommt noch eine komplette Bahn. Echt? Ja. Bei mir sind da nur zwei Pflänzchen. Oder eines, was jetzt kommt. Ne, bei mir kommt jetzt dann noch eine ganze Reihe. Also passt es doch, wie ich war. Momentan. Oder nicht? Doch, sogar schon. Ha, wusste ich so. Mit alles reingehen, ja. Könnte funktionieren. Boah, ich muss alles richtig hochziehen, ne? Nur du. Ich fahr da gleich weg.
Ja, da bin ich eh so gut wie voll. 95%. Oh. Hallo, 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 ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wir wenden ihn einmal. Komm. Soll ich schieben? Oder packt das? Nee, es geht. Okay, dann ist gut. Ich habe kein Spielstand, das ist halt jetzt noch. Also, ja, weil dann weiß ich halt nicht, ob er abstirbt oder nicht. Da. Muss halt unten halt auch noch drauf schon. Noch ein Stück vor, wenn er so einen Schwung hat. So. Gut, jetzt passen. Ja. Ja. Gibt's für mich irgendwas zu tun? Hey, guck mal, ich guck mal zu den Schäfchen. Moin, Jungs. Oder guten Mittag, Jungs. Wollen wir mal. Ja, haben wir ein bisschen was produziert? Nee. Oh, wer ist ein Feini? Oh, wer ist ein Feini? Oh. Ja, Florian, was? Was? Ja, das ist auch ein. Oh, nee. Oh, ist er da? Oh, nee, cool. Oh, ein bisschen reingedrungen. Hab ich ein bisschen gut mitgenommen. Oh, gut, nee. Warte mal, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Mit, nee. Normalerweise. Doch hier. Bis ganz hinten muss. Ah ja, da, Camper. Hoffentlich spielt es jetzt nicht schwül ab. Opa! Ich muss da lang. Hast du mich gemeint oder ein Auto? Warte. Dich. Und dann kam ein Auto bei der Anfahrt. Hast du das gesehen? Nee, ne? Nee, ich war gerade im Menü und ich stand hier oben. Ich hab nichts gesehen. Zum Glück. Alles gut, mir hat niemand was gesehen. Da war ein Auto, ich lenk volle Möhre ein, aber ich war schon rumgekommen, aber ich nicht vom Gas gehen will. Bin einfach volle Möhre abgedriftet. Aha, ja. Das ist doch Zuckerrohr. Was will der? Oh, der Supermarkt in der Schweiz für Zuckerrohr angebaut. Du, ja, schwierig, ne? Ganz schwieriges Thema. Ja. Oh, ja. Leute, ja, der Steier geht standardmäßig 55. Ich sehe, also der 8180 geht standardmäßig 50. Ich habe mal 45 runter getrimmt. So, wenn man da vorne kommt, der gleich irgendwo. Wenn man da vorne müssen. Der hier geht wirklich standardmäßig 55. Ja, ja. Da vorne kommt er. Der kommt angeschossen. Mit 56. So bin ich gerade gefahren. Alter! Junge! Die guten Michelin-Reifen! Die guten Michelin-Reifen an der Front! Ja, Alter, so! Der ist leer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ihr dürft jetzt nicht allzu viel von mir erwarten. Okay, wir gehen an die rein. In den Antifa. Wow, er ist halt weg. Mann! Wollte einmal seine Rückfahrkunst, seine Rückfahrkünste vorführen und dann tappt der Junge weg. Nee, oh, nee. Mann. Oh, Mann. Ja, wenn ich das so sehe, es wird noch eine Weile dauern. Ich sag's, wie es ist. Oh. Ja, gut. Dann schreibt einfach in die Kommentare, Timelapse oder nicht. Also wir haben jetzt die heutige Folge jetzt absichtlich keine Timelapse gemacht, damit wir mal ein bisschen reden können wieder. Das ja, wird dann noch spannend. Was machen wir? Gucken wir mal zum Büro nochmal. Was macht der Kollege? Der ist am Schwaden. Das sieht euch ganz gut aus, was er hier macht. Aber darf ich natürlich auch nicht zu stark loben. Aber es geht. Sagen wir so, wie es ist, es geht. Aber ja, wir sind dann trotzdem für die heutige Folge fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch auf keinen Cent und den roten Knopf greifen, falls ihr nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir.
dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad im Erlengrad Snap in DEC. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.